Im ersten Teil haben Sie gesehen, dass geistige Aktivierung sehr wichtig ist für ein gutes Gedächtnis. Eine weitere Voraussetzung ist cool und gelassen sein beim Lernen. Sie dürfen Fehler machen. Geben Sie sich noch eine zweite oder noch eine dritte Chance, um Informationen langfristig im Gedächtnis abzuspeichern. Weil, was passiert, wenn Sie sich ärgern bzw. in Stress verfallen? Adrenalin wird ausgeschüttet und dieses Adrenalin blockiert den Neurotransmitter und somit Ihre Gedanken. Also cool und gelassen sein beim Lernen. Die dritte und vielleicht sogar die wichtigste Voraussetzung für ein gutes Gedächtnis ist, dass Sie wieder beide Gehirnhälften miteinander verknüpfen. Ich habe hier ein Gehirn, dann können wir uns das besser vorstellen. Wir haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte und grob gesprochen kann man sagen, dass die linke Gehirnhälfte eher zuständig ist für unsere Logik, für unsere ganze Ratio, da werden die Zahlen abgespeichert. Und rechts, da werden hauptsächlich die Emotionen, unsere Fantasie und vielleicht auch die Kreativität abgespeichert und die verarbeiten wir dort. Ja, die Herausforderung ist nun, dass Sie wieder beide Gehirnhälften miteinander verknüpfen können. Und der Vorteil bei Kindern ist, dass die das automatisch machen. Haben Sie schon mal gegen Kinder Memory gespielt? Wie waren die Erfolgsaussichten? Ziemlich mies, oder? Also Kinder sind im Memory immer besser als Erwachsene. Warum ist denn das so? Müssen die das lernen? Nein, die können das automatisch. Die nehmen nämlich ein Memory-Kartenspiel als Bild wahr. Die sagen, die Karte und die Karte passen zusammen. Super. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, ein Memory-Spiel uns abzuspeichern? Wir sagen, zweite Zeile von oben, vierte Karte von links, fünfte Zeile von unten, zweite Karte von rechts. Decken es auf, scheiße, passt nicht, decken es wieder zu. Wir versuchen es also sehr rational abzuspeichern. Und die Herausforderung für Sie ist nun, dass Sie wieder beide Gehirnhälften gleichzeitig verknüpfen und genauso kreativ und fantasievoll denken wie ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind. Was wir jetzt machen werden, wir werden in unserem Kopf eine Art mentalen Briefkasten installieren und dort können Sie dann die Informationen ablegen, damit Sie die später wiederfinden. Diese Technik heißt Lozi-Technik und diese Technik werden wir jetzt mit Hilfe Ihres Körpers installieren. Dafür stehen Sie bitte jetzt auf. Bitte berühren Sie Ihre Zehen. Briefkasten haben Nummer 1 unserer Körperliste. Nummer 2 sind Ihre Knie. Bitte berühren Sie Ihre Knie. 3 sind Ihre Oberschenkel. Nummer 4 ist unser Gesäß. Nummer 5 ist unser Bauch. 6 Brust. 7 sind die Schultern. 8 ist der Hals. 9 ist das Gesicht. 10 sind unsere Haare. Bitte wiederholen Sie nochmal alle 10 Briefkästen mit mir gemeinsam. 10 waren unsere Haare. 9 das Gesicht. 8 war der Hals. 7 waren die Schultern. 6 war Brust. 5 war der Bauch. 4 war das Gesäß. 3 waren die Oberschenkel. 2 waren die Knie. Und 1 waren unsere 10. Damit Sie schneller auf die einzelnen Punkte der Körperliste zugreifen können, werden wir jetzt den Briefkasten Nummer 5 und Nummer 7 markieren. Schauen Sie mal bitte auf Ihre Schulter. Da sitzen Schneewittchen und die 7 Zwerge und Sie sagen zu denen Hallo. Hallo! Jetzt werden einige von Ihnen sagen, Mensch, das ist doch kindisch. Nein, das ist nicht kindisches Denken, sondern kindliches Denken. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Weil, wenn hier die 7 Zwerge und Schneewittchen sitzen, berühren Sie doch mal bitte Punkt Nummer 8 Ihrer Körperliste. Zack, genau, Ihr Hals. Sie sehen, es geht wesentlich schneller, weil Sie den 7. Punkt markiert haben. Nehmen Sie bitte Ihre 5 Finger und stecken Sie die bitte in Ihre Taille. 5. Punkt, Taille, 5. Briefkasten. Berühren Sie mal bitte Ihren 4. Punkt. Genau, Ihr Gesäß, 4 Buchstaben. Berühren Sie mal bitte Ihren 2. Punkt. 2 Kniescheiben. 3. Punkt. 2 Oberschenkel. 7. Punkt. Schulter. 5. Punkt. Taille. 9. Punkt. Gesicht. 2. Punkt. Knie.
Sie sehen, dadurch, dass wir Punkt Nummer 5 und Nummer 7 markiert haben, können wir nun sehr, sehr schnell auf die einzelnen Briefkästen zugreifen. Zum Abschluss noch ein kleiner Test, damit die Körperliste auch richtig sitzt. Wo war Briefkasten Nummer 2? Nummer 7? Nummer 5? Nummer 9? Nummer 3? Und die Nummer 6. Mit der Körperliste können Sie nun ganz konkretes Wissen abspeichern. Wären Sie zum Beispiel in der Lage, die 16 deutschen Bundesländer in der geografischen Reihenfolge nun abzurufen? Oder vielleicht noch herausfordernder, sogar die Landeshauptstädte in der geografischen Reihenfolge? Sie werden sehen, in 2 Minuten ist das kein Problem mehr für Sie. Wir werden die 16 Landeshauptstädte nun auf unsere Körperliste ablegen, beginnen im Süden und gehen dann in einer Spirale durch Deutschland durch. Die erste Landeshauptstadt ist München. Diese werde ich nun mit meinem ersten Briefkasten auf der Körperliste, den Zehen, verknüpfen. Stellen Sie sich vor, Sie baden Ihre Zehen in Bier. Oder vielleicht spielen Sie mit dem FC Bayern München Fußball. München auf der Nummer 1. Sie knien sich mit Ihren Knien auf einen Stuhl, auf einen harten, hölzernen Stuhl für Stuttgart. Stuttgart auf der Nummer 2. Sie spannen eine Brücke von einem Oberschenkel zum anderen. Und in der Mitte fließt die Saar entlang. Saarbrücken. Aus meinen Hintern, da schauen die Mainzelmännchen raus. Die winken mir zu, die haben sich da drin verkrochen, vielleicht biegen sie das ein bisschen auseinander. Mainz auf der Nummer 4. Sie nehmen einen grünen Stift und malen ihren ganzen Bauch grün an. Und in der Mitte, da ist so ein Swimmingpool. Und Sie sehen, grüner Bauch, sieht aus wie eine Wiese. Innen drin ist ein Swimmingpool, wo ich baden kann für Wiesbaden. Aus meinem Oberkörper, da wächst ein riesiger Rüssel wächst heraus. Nicht Rüsselsheim, ein riesiger Rüssel wächst heraus für Düsseldorf. Vielleicht sehen Sie auch hier 2 Düsenantriebssysteme, wenn es Ihnen besser liegt. Hier oben, da steht ein kleiner Hahn. Ein ganz, ganz kleiner Hahn für Hannover. Ich bin großer Fan von den Bremer Stadtmusikanten und deswegen habe ich mir die Bremer Stadtmusikanten in meinen Hals hinein tätowiert. Bremen auf der Nummer 8. Ich beiß in einen Hamburger hinein. Hamburg. Und mein Kopf geht ganz spitz zu, wie der Kiel von einem Segelboot für die Stadt Kiel. Das sind die ersten 10 Landeshauptstädte in der geografischen Reihenfolge von Süden nach Norden. Natürlich fehlen noch die 6 neuen Landeshauptstädte. Die möchte ich auch noch in Briefkästen reinlegen. Aus diesem Grund werde ich jetzt die Körperliste erweitern, weil 1 bis 10 ja schon voll ist. Und aus diesem Grund nehme ich noch meine Finger zur Hilfe. Wir sind jetzt oben im Norden angekommen und die nächste Landeshauptstadt legen wir auf diesen großen, dicken Finger ab. Weil es der dickste, schwerste und größte von allen ist, fällt er immer in meine Hand hinein. Die Stadt heißt Schwerin. Schwerin. Mit meinem Zeigefinger fahre ich mir in meine Nase hinein, hole mir einen Popel aus der Nase und baue damit einen kleinen Damm. Für Potsdam. In Berlin, da begegnen mir ein paar Typen, die zeigen mir hier diesen Mittelfinger. Keine Ahnung, warum die mir ausgerechnet den Mittelfinger zeigen, aber das steht vielleicht für die Stadt Berlin. Der Ringfinger besitzt einen kleinen Ring und meine Freundin fragt mich die ganze Zeit, ja Dresden jetzt oder Dresden nicht? Für die Stadt Dresden. Er, der Kleine hier, der ist eigentlich nie zu Hause, der ist der ständig fort. Und zwar, ich habe nur 4 Finger. Er Furt. Ja, und die letzte Landeshauptstadt, die lege ich hier auf meinen Ellbogen hin. Ich baue mir eine kleine Burg und aus der Burg winkt mir eine kleine Magd entgegen für Magdeburg. Somit haben wir die 6 neuen Landeshauptstädte ebenfalls abgespeichert. Thank you.
Haben Sie alle Städte drauf? Machen wir einen kleinen Test. Was verbinden Sie mit meinen Schultern? Welche Stadt sehen Sie hier auf meiner Brust? Welche Stadt verbinden Sie mit meinen Knien? Welche Stadt verbinden Sie mit meinem Hals? Welche Stadt sehen Sie, wenn ich Ihnen diesen Finger zeige? Und welche Stadt verbinden Sie mit meinem Ellbogen? Mit der Körperliste können Sie sich nicht nur Allgemeinwissen abspeichern. Im Prinzip können Sie sich damit alles abspeichern, was Sie möchten. Zum Beispiel eine freie Rede, eine Präsentation, vielleicht die Einkaufsliste oder vielleicht nur Witze. Diese Körperliste können Sie auch nicht nur einmal belegen, sondern doppelt, dreifach, zigfach, so oft Sie wollen. Und wenn Sie neue Briefkästen brauchen, gehen Sie einfach in Ihre Wohnung, nehmen Sie sich einen Raum und installieren da neue Briefkästen. In diesem Sinne, lassen Sie Ihre rechte Gehirnhälfte nicht links liegen.